Ihr Lieben, wir kennen alle Saugroboter, wie sie automatisch die Fußböden sauber machen. Aber was ist mit unseren Fenstern? Und da habe ich von der Firma Kekkotek hier den Konga Windroid 980 ausprobieren können. Das hier ist mein Bericht mit allen Vor- und allen Nachteilen, die ich so entdecken konnte. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf der Schmale Smart Life. Hier findet ihr alles rund um die Welt der Technik. Ich habe das Video mit Kapiteln versehen und ihr könnt je nach Thema hin und her springen, was euch gerade interessiert. Wir fangen mal an mit der Verpackung, was alles drin ist. Und zwar haben wir da als erstes natürlich den Wischroboter, dann haben wir das Netzteil und auch noch ein Verlängerungskabel. Ihr könnt das Ganze damit auf 4 Meter verlängern. Wenn euch das nicht reichen sollte, müsst ihr natürlich noch mit eigenen Verlängerungskabeln arbeiten. Aber bei meinen Scheiben hat das immer funktioniert. Für die Sicherheit des Staubsaugers, falls es tatsächlich mal zu Stromausfall oder einem technischen Versagen kommen sollte, gibt es auch noch einen Saugnapf. Den könnt ihr dann ans Fenster machen und der Sauger stürzt dann nicht ab, beziehungsweise hängt dann anschließend an dem Band des Saugnapfes. Das ist natürlich sicher, wenn ihr so in der dritten, vierten Etage seid, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, alleine schon für die Passanten, die unten nichts Böses ahnend laufen. Aber ich habe meine Sachen alle so im Erdgeschoss oder Parterre auf jeden Fall gemacht und habe es dann ehrlich gesagt nicht eingesehen, diesen Saugnapf zu benutzen. Ich habe dann immer gescherzt, wir hören auf jeden Fall, wenn er fertig ist, entweder er piept. Oder wir hören es krachen. Zum Schluss gibt es dann noch eine Fernbedienung, da möchte ich später noch drauf eingehen und auch die Möglichkeit, das Ganze mit einer App zu konnektieren. Auch da erzähle ich noch was dazu. Und ihr habt zwei Mikrofasertücher dabei. Der eine ist für den gesamten Sauger einmal quasi drumrum um den Körper, unten am Bauch. Und dann gibt es noch ein Wischblatt, hätte ich fast gesagt, das vorne immer hin und her vibriert. Auch das zeige ich euch gleich nochmal im Video. Bis auf das habt ihr eigentlich nur noch eine Bedienungsanleitung, die mehrsprachig ist, und dann war es das auch schon mit dem Zubehör. Den Sauger an die Wand anzubringen, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn ihr ihn mit dem Strom gekoppelt habt und dann anschließend hier am Bauch den blauen Schalter umgelegt habt, dann fängt er an zu piepen und gleichzeitig an zu saugen. Und wenn ihr ihn dann an die Scheibe gesetzt habt, dann wartet er dort auf euren Befehl, dass er anfangen soll zu wischen. Das Glas muss mindestens 5 mm dick sein, das solltet ihr auf jeden Fall beachten, sonst ist er durch. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet, aber da komme ich später im Video noch dazu. Wenn ihr den Sauger dann ans Fenster gesetzt habt, dann fängt hier dieser Clean-Button an zu blinken. Der blinkt blau und er braucht ungefähr 4 bis 5 Sekunden, vielleicht auch 7, ich habe nicht richtig gezählt. Auf jeden Fall fängt er dann irgendwann an, hier durchgehend zu leuchten und erst dann könnt ihr Clean drücken und dann fängt er automatisch an. Übrigens in der N-Funktion, in der N-Saugung, wenn ich das mal so nennen darf, zu wischen. Zu diesen verschiedenen Wischfunktionen kann ich dann gleich mal was sagen. Wie gesagt, er startet in der N-Funktion. Das bedeutet, dass er wie der Buchstabe N immer hoch und runter in Spalten fährt quasi. Es gibt aber auch den Buchstaben Z. Da fährt er dann in Zeilen hin und her und wischt das Fenster von links nach rechts. Er macht das Ganze übrigens zweimal. Das heißt, er fängt erst einmal an, wendet dann tatsächlich und macht das Ganze noch einmal andersrum, weil auf der einen Seite ist ja hier dieser kleine Wischer, der wischt nämlich so hin und her, der vibriert die ganze Zeit und es ist halt von Nachteil, das sieht man zuerst auch noch, dass er nur in eine Richtung fährt, weil das hinterlässt dann letztendlich noch Schlieren. Aber wenn er sich dann gedreht hat und das Ganze noch zum zweiten Mal abfährt und andersrum diesmal, dann merkt man, dass diese ganzen Schlieren, die vorher noch da waren, wirklich komplett weg sind. Neben der N- und der Z-Funktion gibt es übrigens auch noch die Möglichkeit, dass der Roboter einen speziellen Platz, also eine spezielle Stelle poliert. Dann fährt er immer auf und ab und wischt dort ganz intensiv. Auch das könnt ihr mit der Fernbedienung einstellen oder mit der App. Um euch mal zeigen zu können, wie der Roboter sauber macht und tatsächlich auch wie lange er braucht, habe ich mir eine große Scheibe ausgesucht. Die ist locker 3,5 x 2,5 Meter groß. Und da habe ich ihn einmal in der N-Wischposition und einmal in der Z-Wischposition wischen lassen. Und er hat beide Male circa 18 Minuten gebraucht, um das sauber zu machen. Und anschließend war das Ergebnis wirklich sehr, sehr gut. Ich habe währenddessen den Garten sprengen können. Das könnt ihr im Hintergrund in der Spiegelung auch immer noch sehen. Und das ist halt auch einer der Vor- und Nachteile, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, was nämlich die Zeit und die Automatik des Ganzen angeht.
An dieser Stelle möchte ich einmal etwas zu der Fortbewegung, zu der Beweglichkeit des Roboters sagen, denn da ist einiges zu beachten. Der Hersteller macht tatsächlich Werbung damit, dass man auch waagerechte Dächer mit ihm sauber machen könnte. Aber da komme ich gleich drauf, da gibt es ein Problem mit der Fortbewegung des Roboters. Ihr könnt im Video sehen, dass er, ich habe da mal ein sehr spektakuläres Video aufgenommen, dass er über eine vorbenetzte Scheibe, sage ich mal, die ich mit Glasreiniger benetzt habe, dass er über diese Scheibe fährt und die Runterbewegung ist doch recht rasant. An einer anderen Fensterscheibe hatte ich das Problem, dass er erst zu Anfang gar nicht beginnen möchte, dass er einfach abrutscht bzw. sich leicht querstellt und dann gar nichts mehr macht. Und auch da lag das Ganze daran, dass das Fenster zu sehr eingeseift war. Fenster, die ich nur mit Wasser benetzt habe, die liefen wunderbar. Also da hat er wunderbar sauber gemacht. Aber in dem Moment, wo man Glasreiniger nimmt, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Bei waagerechten Dächern hat er irgendwie das gleiche Problem. Die Reifen sind letztendlich Gummis, die auf der Scheibe sitzen und mit denen er sich dann fortbewegt. Und diese Gummis, die rutschen durch, wenn sie zu feucht sind. Bei der waagerechten Scheibe haben wir dann zusätzlich noch ein weiteres Problem, das Eigengewicht des Roboters. Ihr habt halt die Saugfunktion und damit wird er ja senkrecht an der Scheibe festgehalten, obwohl ihn sein Eigengewicht nach hinten wegziehen würde. Aber wenn ihr eine waagerechte Scheibe von oben sauber macht, dann ist halt die Saugleistung des Roboters und das eigene Gewicht des Roboters, das halt auf den Roboter dann draufdrückt, maßgeblich. Und das zusammen hat anscheinend zu viel Kraft. Wir haben es nicht geschafft, ein Terrassendach sauber zu machen. Er wollte sich einfach nicht vorbewegen. In der Anleitung steht, dass man mit der Fernbedienung die Richtungstasten dann bedienen soll, dass er es automatisch tatsächlich nicht macht. Aber es hat bei uns absolut gar nicht funktioniert. Die Reifen, beziehungsweise hier diese Gummi-Fortbewegungsmethode, die dreht einfach nur durch und das war's. Abschließend lässt sich also zur Fortbewegung sagen, lasst den Roboter nicht zu nass werden, lasst auch das Mikrofasertuch nicht zu feucht werden, weil wenn es zu nass ist, dann rutscht er auf jeden Fall ab und vor allen Dingen auch wenn es zu seifig ist, dann rutscht er ab. Aber was tatsächlich nie passiert ist, dass er runtergefallen ist. Er ist dann einfach quasi nur unsicher, wenn es zu seifig ist, aber er ist nicht runtergefallen, also da ist nichts passiert. Was das Runterfallen angeht, da habe ich noch eine lustige Geschichte für euch, die in dem Moment aber nicht so lustig für mich war. Denn ich habe den Roboter geliefert bekommen dahin, wo auch 4 Meter hohe Scheiben sind. Das heißt, ich habe das Paket bekommen, habe gesagt, ah cool, der Roboter, lass den einfach mal auspacken und hier gleich mal an der Scheibe hochfahren. Und gesagt, getan, wir haben den Roboter ausgepackt, haben ihn an die Scheibe gesetzt und dann ist er seine Bahn nach oben gefahren. Ich habe aber vergessen, hier dieses Kabel, das ein Gewinde hat, zuzudrehen. Das heißt, der Stecker war offen. Und als er dann so ungefähr eine Höhe von 3 Metern erreicht hatte, ist das Kabel einfach abgegangen. Und da ist mir aber ganz anders geworden, als halt der Saugroboter, der sich mit Strom an die Fensterscheibe festsaugt, als der dann plötzlich keinen Strom mehr hatte. Er fängt dann übrigens an, wie wild zu piepen. Er hat einen eigenen eingebauten Akku und hält sich dann noch an der Fensterscheibe. Er ist übrigens deutlich leiser geworden, aber hält sich halt gerade noch so aus eigener Leistung dann an der Scheibe. Und dann haben wir eine Leiter geholt und haben ihn schnell runtergeholt. Das waren wirklich wichtige und sehr spannende Sekunden, ob das noch klappt, ob der nicht abstürzt. Aber es ist tatsächlich nichts passiert und das ist auch das Gute, was ich euch daran erzählen möchte. Wenn wirklich mal der Strom ausfallen sollte, dann hält er sich selber an der Scheibe, fängt an zu piepen, recht vehement. Das könnt ihr nicht verpassen. Und dann müsst ihr hoch und müsst ihn retten. Und das war, wie gesagt, eigentlich ganz lustig am Ende. Aber als ich in der Situation war, war das nicht ganz so lustig. Und wenn wir gerade bei dem eingebauten Akku sind, den braucht ihr übrigens auch, um die App zu konnektieren. Und da gleich eine wichtige Sache vorab. Wenn ihr versucht, die App zu konnektieren, während ihr im 5 GHz-Bereich bei eurem Router eingeloggt seid oder während ihr den 2,4 GHz und den 5 GHz-Port für WLAN dem gleichen Namen gegeben habt, dann habt ihr keine Chance, diesen Roboter zu verbinden. Ich habe das eine Stunde lang probiert und habe einfach nicht gecheckt, was das Problem ist, obwohl man übrigens direkt darauf hingewiesen wird, während der Konnektion in der App, war ich einfach zu blöd, das zu checken. Und so wie ihr dafür sorgt, dass ihr nur im 2,4 GHz-Netz seid, da
geht das super schnell. Ihr schaltet den Roboter einfach hinten am Bauch ein, also den großen blauen Schalter, ohne dass ihr ihn mit dem Strom verbunden habt und drückt dann hier dreimal die Clean-Taste. Dann wechselt die Farbe von normal nur blau blinkend in rot-blau blinkend und dann könnt ihr anfangen, in der App den Roboter zu verbinden. Da gebt ihr einfach euer WLAN-Passwort ein, macht im Grunde das, was dort steht und dann dauert es circa 20 Sekunden, bis der Roboter dann blöd anfängt zu piepen. Das fand ich echt ein bisschen doof, dass er dann die nächsten 30, 40 Sekunden, die die App tatsächlich noch braucht, um das Ganze vorzubereiten, damit der Saugroboter dann anschließend mit dem WLAN verbunden ist. Diese ganze Zeit über hat er noch gepiept und das war wirklich nervig, aber danach funktioniert alles wunderbar. Die App selber ist dann allerdings etwas übersichtlich. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr die überhaupt braucht, denn ihr habt letztendlich nur die Möglichkeit, dort dem Roboter zu sagen, dass er entweder in Zeilen oder in Spalten, beziehungsweise andersrum, in Spalten oder in Zeilen sauber machen soll. Ihr könnt auch da das Spot-Programm starten, aber das war's dann auch. Also ihr habt keine Möglichkeit, noch irgendwie was Besonderes damit zu machen. Alles, was in der App ist, also nur diese vier Funktionen und übrigens auch die Richtungstasten nach oben, unten, rechts und links, an, aus, das könnt ihr über die App machen. Aber das Gleiche könnt ihr auch letztendlich über die Fernbedienung machen. Also ich sehe keinen Vorteil dabei, die App zu konnektieren. Und wenn wir jetzt die Fernbedienung schon thematisiert haben, die ist wirklich übersichtlich. Da habt ihr oben Tasten, die anscheinend keine Funktion haben übrigens. Die habe ich nicht rausfinden können. Da macht der Roboter auch gar nichts. Er reagiert nicht, wenn ihr diese Tasten drückt. Das scheint mir tatsächlich irgendwie nur ein Design zu sein. Wahrscheinlich ist die Fernbedienung irgendwie für mehrere Roboter oder für mehrere Funktionen schon vorbereitet, aber diese Tasten haben tatsächlich keine Funktion. Dann habt ihr den Home-Button bzw. den Start-Stop-Button in der Mitte der Pfeiltasten, mit denen ihr den Roboter auch manuell steuern könnt und anschließend die Programme. Und das Einfachste ist sowieso, ihn einfach nur mit hier auf Clean zu drücken und dann laufen zu lassen. Und falls man mal irgendwie eingreifen möchte oder zum Beispiel so einen Spot noch sauber machen möchte, kann man das halt mit der Fernbedienung dann machen. Bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, möchte ich euch bitten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne ein Like, teilt es mit euren Freunden und abonniert den Kanal, weil dann werdet ihr abonniert, wenn ich wieder was Neues hochlade. Der Roboter an sich ist schon ein cooles Teil. Aber es muss euch klar sein, er macht nicht alles alleine. Und wenn ihr ein kleines Fenster habt, ein ganz normales Fenster, so ein Zimmerfenster habt, dann sehe ich ehrlich gesagt den Vorteil dieses Saugroboters nicht. Es macht mehr Arbeit, ihn aus dem Karton auszupacken, die Scheibe vorher zu benetzen mit irgendwas und ihn dann draufzusetzen. Bevor ihr das alles gemacht habt, habt ihr das Fenster auch einmal schnell eingesprüht und abgezogen und fertig seid ihr. Also für kleine Fenster würde ich euch tatsächlich raten, kauft ihn nicht, das muss nicht sein. Aber wenn ihr größere Fenster habt oder selber Fensterscheiben nicht mehr so gut sauber machen könnt, dann solltet ihr auf jeden Fall drüber nachdenken, so ein kleines Teil hier euch zuzulegen. Denn es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist schon ein cooles Gimmick auf jeden Fall. Und ich sag mal, ich habe jetzt insgesamt drei verschiedene Häuser sauber gemacht, bei Freunden, bei meiner Familie. Ich habe verschiedenste Fensterscheiben ausprobiert und es ist schon ganz cool, ihn einfach nur an die Scheibe zu setzen und dann, während er die Scheibe sauber macht, sich zu unterhalten, sich hinzusetzen, was anderes zu machen. Ich habe, wie gesagt, einmal den Garten gesprengt, komplett in der Zeit, während er sauber gemacht hat. Und das war schon eine coole Sache, zu sagen, okay, ich habe zwei Arbeiten gleichzeitig geschafft. Ich hätte mir ja auch noch einen Roboter, der alles sprengt, womöglich im Garten besorgen können. Da hätte ich gar nichts mehr machen müssen. Aber es ist halt schon eine coole Sache, dass der Roboter diese Arbeit macht, während ihr halt dann den Kopf für anderes frei habt. Das ist der einzige Grund und vielleicht die Scheiben, die man in 4 Meter Höhe sonst nur mit einer langen Teleskopstange oder so sauber machen könnte. Diese beiden Möglichkeiten sind die einzigen, die mir einfallen, was einen Saugroboter wirklich nützlich macht. Und da muss ich aber sagen, ist er wirklich nützlich und macht richtig gut sauber auch, weil es war erstaunlich, wie dieses, also ich finde dieses Wischblatt, das halt hin und her vibriert, das macht wirklich gut sauber. Und diese Mikrofaser, ihr müsst nur auf eins achten, das gehört auch noch ins Fazit auf jeden Fall, sorgt dafür, dass euer Mikrofasertuch sauber ist, weil nach der dritten Scheibe, ich hatte immer noch das gleiche Mikrofasertuch drauf, hat man es tatsächlich gesehen, da war die Saugleistung, die Putzleistung da nicht mehr so gut. Ihr müsst das Mikrofasertuch auf jeden Fall sauber machen. Aber dann
ist die Leistung dieses Roboters wirklich gut. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auf Technik steht, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr keinen Bock habt, auf Fenster zu reinigen oder wenn ihr sagt, ich kaufe mir lieber einen Roboter und schaue dem dabei zu, als dass ich selber mache, dann ist das auf jeden Fall eine Investition wert. Kann ich euch nur empfehlen. Und der hat wirklich sehr, sehr zuverlässig funktioniert hier, der Kekkotec, also der Konga Windroid 980. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich wieder was Neues hochlade. Und solange verabschiede ich mich mit einem Stay Smart. Bis dann.